Gekommen sind, auch in diesen Raum. Wir wollen eine Botschaft verkünden. Die Botschaft hat der Stadtrat Kahler verkündet oder gesagt, beschlossen. Der Stadtrat Kahler hat gesagt, wir wollen, dass die Welt weiß, wie wir zu denen stehen, die dafür sorgen, dass immer wieder daran gedacht wird, dass das Schlechte, das Böse, was jemals von hier ausgegangen ist, nie wiederkommt. Und dass das Gute, nämlich das, was uns zusammenhält, ob Italien, Frankreich, Belgien, Holland, England, die Vereinigten Staaten oder überhaupt, die Welt, dass das zusammenwächst und so friedlich bleibt, wie es hier auf unserem Boden noch nie war. Und deshalb möchte der Stadtrat Kahler ein Zeichen setzen. Und diejenigen, die vorgeschlagen wurden, die eine Ehre zu bekommen haben, für das, was sie geleistet haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, um das Ansinnen, was ich eben beschrieben habe, aufrechtzuerhalten, heute auszuzeichnen. Neben mir steht der Vorsitzende des Stadtrates, Herr Ulf Ryschka, und wir beide werden auf Beschluss des Stadtrates der Stadt Kahler heute einigen Personen die höchste Auszeichnung, die Stadt zu vergeben hat, vergeben. An Paul Bert. Lissik Kosinski, an Viktor Bleschkiewicz, an Edjörn Bardön, an Maria Schüler,
Und damit will die Stadt Kahla stellvertretend an alle ein großes Dankeschön und eine große Achtung geben für diejenigen, die sich engagiert haben für das, was wir heute haben, dass Sie hier sind, dass wir uns alle so gut verstehen in dieser Angelegenheit. Dankeschön. Wim Peters ist der Sohn und leider kann sein Vater dies nicht entgegennehmen. Postum. Dankeschön. Aber die Ehrung ist wichtig. Dankeschön. Leszek Kosinski. Herzlichen Dank. Ja, da, der ist nicht da. Ja, danke. So, Jutsch. Ist das richtig, Bob? Ja, okay. Du hast schon mal ein Hospitum für die Wiederholung. Auf Ihre Arbeit zähle ich die ganzen Jahre. Denn es gibt noch viel, was wir auch verweilen müssen. Es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch viel. Dankeschön. Herr Weg. Ganz herzlichen Dank. Ich habe Sie kennengelernt. Vielen Dank. Vielen Dank für Sie, dass Sie noch uns sehen wollen. Und das ist schön, dass wir uns so. Herzlichen Dank. Herr Jörgen, ist das richtig ausgesprochen? Alles gut. Dankeschön für Ihre Engagement. Dankeschön, dass Sie in die Verbindung. Ich konnte schon so stehen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ich wünsche mir, dass es allerorts so wäre, wie heute hier in diesem Raum, in dieser kleinen Stadt Kahla, dass alle zusammenrücken und sagen, wir wollen das Gute. Und ich hoffe und wünsche mir, dass Sie diesen Gedanken mit nach Hause nehmen. Ich weiß, nicht alle haben mich verstanden. I try to say it in English. I try. I hope you go home and say it was a nice day in Kahla. It was wonderful to meet the people there, and the people want to be friendly with us, and we hope we become friends forever, all together. And no one, every time. Thank you. Und jetzt, die unbedingt gesagt werden. Un caloroso saluto a tutti i miei compagni Zwangarbeiter. Provenienti da varie regioni europee, compresa l'Italia. Siamo vecchietti mezzi acciaccati, ma con tanta fermezza d'animo e la ferrea volontà di partecipare a questi incontri. Di partecipare a questi incontri perché qui si fa l'Europa unita. Un saluto anche a tutti i familiari che ci hanno accompagnato, alla gente, alla popolazione di Kahla e un sentito ringraziamento al Burgmeister di questa città che ha sempre partecipato alle cerimonie degli anni scorsi e che quest'anno ci ha voluto nella sede comunale. Grazie agli organizzatori, al signor Patri Brion, a tutte le equipe, ai volontari, ai studenti, a tutti quelli che si sono prodigati per organizzare questo nostro incontro. Avvicinandosi il termine della nostra esistenza, a noi reduci dalla triste schiavitù,
impostaci dalla famigerata impresa Raimag, affiorano, anzi, si affollano i ricordi di quei brutti. Se non ci sarà comprensione, fratellanza e rispetto del giusto, bisogna far crescere nei giovani il desiderio di pace, insegnare e quanto è bello vivere con amore, quanto è bello la libertà e la pace che profuma di rosa. Siamo gli ultimi testimoni. Domanda il cuore, a me è una cosa più bella che questa, ben come me, insieme a altri bambini.